Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer 2. Das Stoffproblem haben wir immer noch. Ja. Ich würde ganz gerne eigentlich mal besprengen wollen, kommen wir ja nicht weiter. Sumpf soweit auch nicht. Am Marktplatz nochmal reinschauen. Denn. Dieser nette Fettsack hier, wie wir sehen, ist ja ein Stoffhändler. Dass wir den da übersehen haben. Mensch, hallo. Ich möchte gerne grünen Stoff kaufen. Grün? Kein Problem, aber das wird dich eine Menge kosten. Wie viel? Auf jeden Fall mehr, als du bezahlen kannst. Das ist ja auch mal sehr teuer. Wie auch immer, gegen eine kleine Gefälligkeit könnte ich dir vielleicht den Stoff geben. Ja, gut, dann sag mal, was du willst. Ja? Und welche Art von Gefallen? Lass es mich dir einfach zeigen. Alles, was du tun musst, ist mir die Lampe zu bringen. Oh nein. Ich soll in dieses dunkle Loch hinuntersteigen? Das ist der Künstlereingang. So etwas hatte ich mir schon gedacht. Also hier wird ja echt nichts ausgelassen. Bevor du nicht die Lampe hast. Nichts wird hier ausgelassen. Nur eine Sache noch. Später. Ich bin kein glücklicher Mann. Oh nein, absolut nicht. Ja, egal, da werden wir jetzt mal drauf los und Lampen. Ja, schön, die Büro-Lampe. Hier, Lampen. Ja, dann müssen wir die richtige Lampe hier finden. Ich denke mal, sehr viele Lampen später. Viel, viel später. Das ist ja wieder mal typisch. Ich schätze, da draußen findet das jemand ziemlich komisch, was? Es tut mir leid, aber der Geist der Lampe ist gerade nicht zu Hause. Wenn Sie wegen irgendwelcher Wünsche gerieben haben, müssen Sie sich leider gedulden. Sie können aber Ihren Namen und Ihr Anliegen nach dem Pfeifton hinterlassen. Ich kann es nicht glauben. Ja, damit haben wir die Lampe. Hier ist sonst nichts in der Höhle. Nö. Nö. Höhleneingang. Hallo? Hey, Dicker! Ich habe deine Lampe. Wirf sie mir hoch. Keine Chance. Ich habe das Buch auch gelesen. Wirf mir zuerst die Leiter runter. Ja, damit du uns hier zurücklässt, ne? Von wegen. So. Auf geht's hier. So blöd sind wir ja nicht, dass wir darauf reinfallen. Gute Arbeit, Kleine. Was ist mit meinem Stoff? Clem! Bringe dem Jungen ein Bündel Stoff durch. Ich dachte, wir hätten uns auf Grün geeinigt. Tut mir leid, das ist alles, was ich dir anbieten kann. Naja, besser als nichts, schätze ich. Ja, auf jeden Fall.
Ja, da kann man schon von ausgehen, dass er eigentlich uns zurücklassen wollte. Aber jetzt haben wir Stoff, den wir färben können. Stoff, färben, grün, Kostüm. Was uns das Kostüm auch bringen mag, weiß ich immer noch nicht. Tja. Doch, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Oh nein, ja. Oh, Mensch. Jetzt weiß ich. Immer gleich zu. Mit dem Korb hier, wasch das mal bitte für uns. Nun, sie war schon immer etwas. So, jetzt müssen wir mal eben raus und reingehen. Wisst ihr eigentlich noch, wie der Zirkus in die Stadt kam? Damit sie das dann auch schön benutzen kann. Das ist ja bei solchen Spielen eigentlich immer so. So, nee, und zwar ist ja vor Max Humpling ein Werbeverteiler-Typi unterwegs. Und wenn wir aus dem Kostüm haben, sind wir ja Mitarbeiter und dann können wir da durch und dann können wir dem Humpling guten Tag sagen. Yeah, das müsste eigentlich funktionieren. Wehe, wenn ich. Dann drehe ich aber am Rad. Dann ist hier aber. Oh, Stoffbuch ist gefärbt. Ich könnte jemals vergessen. Schön mitnehmen. Margret und dieser Elf. Schlimme Geschichte. So, danke für das grüne Tuch. Schlimm, schlimm. Für den grünen Stoff. Stofftuch halt, ja. Das ist doch mal super. Und dann ab zum Marktplatz. Kostüm schneidern lassen hier. Ah, jetzt flutscht das so langsam wieder. Ein kleiner Hänger überwunden. Und jetzt geht's wieder ein bisschen weiter. Mal sehen, wann es das nächste Mal zum Haken kommt. Wir reden mit ihm. Das habe ich inzwischen gelernt. Hast du den Stoff? Ja, ja, natürlich. Ganz gut. Frisch. Okay. Kurze Zeit später. Hey, Schaf! Ja, das ist cool. Eine kurze und unerwartete Sonnenfinsternis später. Cool, das ist doch mal genial. Das Sumpfling-Kostüm. Yay. Damit gehen wir doch mal zur Max Sumpfling. Mal gucken, ob wir dem dann jetzt endlich Hallo sagen können. Immerhin sind wir ja ein alter Bekannter. Wir müssten eigentlich ja auf der Gästeliste bei dem stehen. So ein Kurzwahlspeicher oder sonstiges. So, dann hier mal rinnen. Bevor der wieder anfängt zu quatschen. Und dann ziehen wir mal das Sumpfling-Kostüm an. Bei Tage ist er ein gewöhnlicher Zauberer. Oh, selbst der Spruch. Aber wenn er Sumpfsuppe riecht, wird er zu... Tada! Sumpfman. Selbst der Spruch. Ein einsamer Rächer im Kampf gegen das organisierte Erbrechen. Oh, ist das übel. Das ist so übel. Ich gehe nur mal eben zum Chef, okay? Kein Problem, Bill. Man sieht sich. Oh, cool. Ja, Chef? Hallo. Passiert hier auch mal was wieder? Ah, super. Irgendwie ist hier gerade was kurz hängen geblieben. Ah, ich musste das wieder abnehmen, um mein Gesicht zu wahren. So. Sind wir jetzt wohl in der Küche angekommen? Ihr Kittikit-Brüder.
Ah, cool. Ich werde die Schnecken schälen, während du den Sumpfschlamm machst. Ach, das ist die Tür nach draußen. Ja, Ich habe sie bereits geschält. Du wirst den Schlamm selber machen müssen. Hallo? Nein, das sieht aus wie der Mechanismus der Restaurantuhr. Können wir daran rumspielen? Ich werde mich nicht mit solchen Profanen... Was für eine verrückte Idee! Hallo, Igittigit, Brüder. Dafür bist du ihr. Hey, Jungs. Was willst du, Kleiner? Siehst du nicht, dass der große Igor Igittigit am Arbeiten ist? Unterstützt von seinem noch größeren Bruder Ingo Igittigit. Noch größer? Igor, der größte Koch der Welt. Das ist lächerlich. Ich habe dir alles gezeigt, was du weißt. Nonsens! Du bist nur eine billige Abklatsch von mir. Ja, okay. Was? Die haben ein bisschen so ein Problem. Warum arbeiten solche Genies wie ihr in einer Burgerbar? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist hier nur eine Übergangslösung. Wir werden uns bald verbessern. Würdest du uns jetzt entschuldigen? Wir wollen weitermachen. Ja, okay. Die haben nicht so was Wichtiges zu erzählen. Und sonst ist hier ja auch irgendwie nichts. Dann gehen wir mal weiter. Ach, der Sumpfling. Und Kinder. Hat hier jemand einen Eilzauberer bestellt? Freund, ich bin froh, dich zu sehen hier. Du sein bestes Freund in ganzer Welt. Ah, wie schön, dass er jetzt etwas glücklicher aussieht. Er sah so deprimiert aus. Das tat mir richtig leid. Ich mag den Sumpfling. Bin ich? Und er hat Kinder. Aber ich habe dir auf den Teppich gekotzt. Du trotzdem bestes Freund, ich je gehabt. Aber ich habe dich beleidigt und deine Suppe. Das nichts macht, du gekommen bist von so weit mich zu sehen. Ja, das ist doch schön und auch niedlich. Ja, aber wir konnten halt der leckeren Suppe einfach nicht widerstehen, weil die schmeckte Simon ja so toll. Ich konnte deiner leckeren Suppe einfach nicht widerstehen. Was habe ich nur gesagt? Hab lange schon nicht mehr echte Suppe gemacht. Keiner mag sie. Alle sie sagen, schmecken scheußlich. Oh. Sie schmeckt nicht scheußlich. Ich bin extra wegen ihr hier. Ein bisschen aufbauen wieder hier. Wirklich? Ja, na klar. Toll! Dies besonderes Treffen ist besser als Geburtstag. Besser als Ernte-Sumpftag. Ich spezielle Sumpfsuppe zur Feier machen. Oh ja, dann koch die mal. Wir können's kaum erwarten. Was ist denn eine spezielle Sumpfsuppe? Spezielle Sumpfsuppe? Neues Rezept. Ich viel gearbeitet daran, seit ich hier bin. Geruch noch stärker und Geschmack noch intensiver. Ja. Noch intensiver, das war schön. Und er wirkt schon wieder deprimiert. Irgendwas ist es los. Ich mich gerade an etwas erinnern. Ah, kein Sumpfschlamm für Suppe. Oh nein, alle Pläne ruiniert sind. Ich nicht mehr machen kann Suppe. Oh, dann holen wir dir halt den Schwamm.
Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Wir bereuen diese Frage noch, wette ich. Warte, ich Idee haben. Du gehen Sumpfschlamm für mich holen. Ich? Ja. Aber... Hier. Du Eimer nehmen und gehen. Coole Sau, dass der so einen Knopf hat an seinem Schreibtisch. Ich den Rest vorbereiten. Ja, können wir hier raus? Mit mir kann man's ja machen. Ja, können wir auch. Können wir eigentlich hier rausgehen? Dass wir uns den Weg über den Mitarbeiter sparen? Absolut nicht. Manchmal verblüfft deine Idiotie sogar mich. Ah, schade. Wenn du die Schnecken zusammen mit den Blutekeln kochst, geht das ganze Aroma verloren. Naja, jetzt wissen wir ja... Wie bist du da reingekommen? Ja. Ich bin ein Zauberer. Magie? Magie, hä? Ja, ich bin ein mächtiger Zauberer, weißt du? Ja. Eigentlich hätte der Sumpfling auch gleich mal da unten sagen können, hier, Leute, pass auf, das ist hier VIP, der darf immer durch. Frage, ob man das unbedingt will. So, kommen wir jetzt direkt eigentlich in den Sumpf rein, ohne durch die Kanalisation selbst gehen zu müssen. Ja, schön. Oh, das freut mich. So, und hier im Sumpf beende ich die Folge auch erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, gehabt euch wohl.